De facto aber ist dieser Antrag nichts anderes, als dass die AfD einen fundamentalen Richtungswechsel in der Energiewende dieser Deutschen Republik fordert. Weg von zufallsgesteuerten Energien, die uns finanziell extrem belasten, immer dann, wenn sie keinen Strom produzieren. Der Antrag ist nicht neu, er kommt wahrscheinlich auch wenig überraschend. Wie auch im Beginn des Antrags ausgeführt, ergänzt er im Prinzip bestehende Anträge. Wir hatten direkt nach dem April 2023, nach dem Ende der elektrischen Stromerzeugung in Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim, einen Antrag gestellt, diese Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Der wurde dann im Ausschuss verzögert von der Regierungskoalition mit der Begründung, dass dort noch eine erhebliche Meinungsbildung über mehrere Monate bei der Regierungskoalition angeblich nötig wäre, bis man dann eben kurz vor der Sommerpause im Ausschuss das abgelehnt hat. Der Antrag ist gewissermaßen ein bisschen schlecht gealtert, muss man zugeben. Es hat sich auch einiges geändert im Bereich der Möglichkeiten. Was wir sehen, es gibt eine Studie eben aus der Radiant Energy Group, die sagt, dass wir nicht nur über die drei dieses Jahr abgeschaltete Kernkraftwerksblöcke reden müssen, sondern dass wir de facto über noch bis zu 8 Kernkraftwerksblöcke in Deutschland reden können, die mit Aufwand, muss man auch ganz ehrlich sagen, wieder in Betrieb gesetzt werden können, dass wir uns aber hier in einem Zeithorizont bewegen, der, wenn der politische Wille da ist, im Rahmen ungefähr von 22 Monaten liegt. Je nachdem, es hängt davon ab, natürlich, wie weit es fortgeschritten ist, der Rückbau, wie sehr schnell man sich mit den Betreibern einigen kann, etc. Das ist aber nicht das Einzige, was schlecht gealtert ist. Das sind natürlich auch die Aussagen des Bundeswirtschaftsministers. Ich zitiere mal den Herrn Robert Habeck aus dem letzten Jahr, als er gesagt hat, wir haben kein Stromproblem, wir haben ein Gasproblem. So, und jetzt 12 Monate später stellen wir fest, dass der Herr Robert Habeck natürlich auch ein Stromproblem hat, weil sonst würde er nicht rumlaufen und verzweifelt nach einem Industriestrompreis betteln, der dann quersubventioniert von kleinen und mittelständischen Unternehmen finanziert werden soll, um auf verzweifelt die energieintensive Industrie in Deutschland zu halten. Insofern ist es auch bemerkenswert, dass was auf Twitter oder X, wie es jetzt heißt, kolportiert worden ist, dass die Betreiber von Isar 2, dem BMWK, offenbar in Verhandlungen waren bis nach der Landtagswahl in Bayern und darüber verhandelt haben, tatsächlich zum angedachten Industriestrompreis von 6 Cent die Kilowattstunde Strom aus dem absolut betriebsbereiten Kernkraftwerk Isar 2 liefern zu wollen, das aber anscheinend vom BMWK überhaupt nicht mal ernsthaft diskutiert worden ist. Das habe ich mir heute Morgen noch bestätigen lassen. Es ist nicht zitierweg, auch ganz klar, da müssen Sie den entsprechenden Protagonisten fragen. Im BMWK wird es aber sicherlich keiner zugeben wollen, dass diese Verhandlungen stattgefunden haben. Damit sind wir beim Antrag. Wie gesagt, er konkretisiert das, was ohnehin schon AfD-Position ist, insofern keine großen Überraschungen. Aber es wird detaillierter und hat eben konkretere Forderungen. De facto aber ist dieser Antrag nichts anderes, als dass die AfD einen fundamentalen Richtungswechsel in der Energiewende dieser Deutschen Republik fordert. Weg von zufallsgesteuerten Energien, die uns finanziell extrem belasten, immer dann, wenn sie keinen Strom produzieren und diese Belastung natürlich ihre Vorteile, wenn sie denn mal Strom produzieren, bei weitem überwiegt. Und das merken wir an den Statistiken seit April. Ich habe dazu eben was mitgebracht, das ist die Außenhandelsstatistik des deutschen Stromes von Fraunhofer Energy Charts. Sie sehen Januar, Februar, März, April mit Abschaltung der Kernkraftwerke und danach die Zahlungen ins Ausland. Das geht noch, dass wir im Januar noch 420 Millionen Euro volkswirtschaftlich verdient haben durch den Verkauf von Strom und dass wir im August 530 Millionen Euro ans Ausland für zugekauften Strom überwiesen haben. Eine Tendenz, an der sich in der Regel nichts viel ändern wird. Das heißt, Deutschland hat einen sehr hohen volkswirtschaftlichen Verlust von einem Delta von fast 1 Milliarde im Monat, kann man sagen, zwischen den höchsten und den niedrigsten Erlöswerten. Und das ist eben volkswirtschaftlich sehr schlecht für Deutschland. Und es ist schlecht für die Preise in Deutschland. Denn ganz klar ist es, als wir noch Strom exportieren konnten, war das sehr preiswert, der Kernkraftwerkstrom. Der war so preiswert, dass wir das Ausland hat haben wollen. Jetzt, da wir Strom importieren müssen, müssen wir bezahlen, was die im Ausland dafür verlangen. Wir sind nicht mehr in der Lage, den preiswerten Strom in der richtigen Menge selber zu finanzieren. Das heißt nicht, dass wir nicht diese Menge an Strom selber produzieren können. Dazu ist genug Reservekapazität vorhanden. Es ist aber so, dass diese vom Preis her einfach tatsächlich so teuer wäre, dass es billiger ist, ihn im Ausland zu kaufen. Und trotzdem stöhnt die Industrie in Deutschland bereits unter den hohen Energiepreisen. Also in der Energiepolitik läuft vieles falsch. Zurück zur Studie der Reinbetriebnahme. Es geht hier um 8 Kernkraftwerksblöcke. Der Zeitfaktor ist dergestalt, dass sämtliche Bedenken zur nicht eingehaltenen oder zu noch nicht
zu nicht stattgefundenen Sicherheitsüberprüfungen, die im Rahmen der Abschaltung eben nicht mehr durchgeführt worden sind, alle durchgeführt werden können, sodass, wenn dann wieder angefahren werden würde, sämtliche Sicherheitsüberprüfungen und sämtliche Sicherheitstests, zerstörungsfreie Prüfungen etc. alle stattgefunden haben. Das heißt, die Sicherheit in diesem Fall ist kein Problem. Die Personalbewirtschaftung kann auch stattfinden. Im Rahmen der Wiederertüchtigung der Kernkraftwerke kann parallel Personalbewirtschaftung stattfinden und das nötige Personal kann mit Arbeitsverträgen und in den nötigen Gratifikationen dazu ermutigt werden, weiterzumachen. Das Gleiche gilt für die Beschaffung von Brennstoffen. Auch hier haben wir einen zeitlichen Vorlauf im Rahmen der Wiederertüchtigung der Kraftwerke, dass wir dafür sorgen können, dass ausreichend Brennstoff zur Verfügung steht. Und ja, ich nehme es mal weg, man kann dafür sorgen, dass der Brennstoff dann auch die Quelle in Ländern hat, die uns politisch gewogen sind und man das, den Brennstoff nicht bei Nationen kaufen muss, mit denen gerade man ein politisches Zerwürfnis existiert. So, zwei weitere Faktoren. Was sollten die Betreiber davon haben? Das ist in diesem Antrag abgedeckt. Wir fordern dafür, dass der Bund einfach diesen Betreibern eine Preisgarantie gibt und schweben was in der Größe von 6 Cent, nehme ich dem angedachten Industriestrompreis von Herrn Habeck vor. Der muss dann nicht quersubventioniert werden. Er kann einfach von den Betreibern über den Betrieb und die Erzeugung von Elektrizität einfach finanziert werden. Und die Differenz zwischen den Warengestehungskosten und den 6 Cent können die Betreiber sich einfach in die eigene Tasche stecken. Also im Prinzip das, was Preußen Elektra mit dem BMWK angeblich verhandelt hat. Und auch adressiert ist im Antrag die Frage, was ist, wenn ein Betreiber sagt, Kernkraft ist für uns nicht mehr interessant, wir wollen daran nicht mehr teilhaben. Nun, dann wissen wir auch seit dem letzten Jahr, es gibt im Energiesicherungsgesetz das scharfe Schwert, der Bund kann einfach diese Anlagen unter Tor anstellen. Und sollte das nicht ausreichen, dann sind wir der Meinung, dass auch der Bund im Zweifel sich diese Anlagen zu eigen machen kann, sie dann ertüchtigt und sie dann wieder reprivatisiert vor der konventionellen Stromerzeugung. Fazit: Deutschland ist nicht nur in einer Gas- und sonstigen Krise, wir sind in einer elementaren, existenzbedrohenden Energiekrise im Gesamten. Unternehmen wandern ab. Ein Bericht des Bayerischen Rundfunks vom April hat gesagt, jedes vierte kleine und mittelständische Unternehmen hat Gedanken, Deutschland den Rücken zu kehren und abzuwandern. 2/3 der kleinen und mittelständischen Unternehmen denken darüber nach, einfach den Betrieb einzustellen, weil sie sagen, die finanziellen Anreize, der finanzielle Lohn ist die Sache nicht mehr wert. Und wir haben in 2022 eine Rekordabwanderung von Investitionen aus Deutschland. 132 Milliarden Investitionsabfluss aus Deutschland wurden genannt in 2022. Das heißt, die Unternehmen, die Wirtschaft kehren Deutschland den Rücken zu und die Gründe dafür sind, das wird auch immer häufig adressiert, die hohen Energiepreise. Wir müssen daher sorgen, dass Deutschland zurück zu zuverlässiger und preiswerter Energie kommt. Dazu ist, wie gesagt, ein fundamentaler Richtungswechsel in der Energiepolitik notwendig. Preiswerte Energie wird es, das machen die Nachbarländer uns dezidiert vor, gibt es nur mit Kernenergie und die ist dann eben auch CO2-arm. Sie wissen, dass die AfD darauf keine Priorität setzt, aber wir wissen, dass es im gesellschaftlichen Konsens durchaus nachgefragt wird. Und ich glaube, es wäre ein guter Kompromiss dafür zu sorgen, dass wir preiswerte, zuverlässige und ja, meinetwegen auch CO2-arme Energie in Deutschland haben mit Kernenergie. Dankeschön.